Hygiene und Sauberkeit sind das A und O beim Camping. Hier drin ist es beengt, deshalb sammelt sich schnell viel Schmutz an. Viele Leute haben deswegen immer noch Berührungsängste, zu Unrecht. Wir zeigen euch, mit welchen einfachen Tipps und Kniffen ihr gut durch den Camper kommt und ihn sauber haltet. Einfach campen, eure YouTube-Serie zum Thema Camping des ADAC. Ich bin der Christoph und heute sprechen wir über Sauberkeit und Hygiene. Besonders beim Camping nämlich wirklich wichtig. Egal ob Wohnmobil oder Wohnwagen, je kleiner die Wohnung, desto mehr muss man auf Sauberkeit achten. Das ist genau wie zu Hause. Wir sprechen auch darüber, wie ihr die einzelnen Sachen sauber machen könnt, denn die Putzmittel von zu Hause sind nicht alle zu empfehlen, wenn ihr campen seid. Deswegen schauen wir uns jedes Detail mal genau an, wie kriege ich die Sachen richtig sauber und auch schonend. Außerdem sprechen wir darüber, wie vermeidet ihr überhaupt, den Schmutz gleich reinzubekommen. Auch da gibt es ein paar Tipps und Kniffe, die euch weiterhelfen, sauber campen zu gehen. Zunächst gilt mal, wenn ihr anders als wir hier heute schönen Sonnenschein habt beim Camping, was ich euch sehr wünsche übrigens, dann habt ihr schon mal was auf eurer Seite, denn UV-Licht killt Keime und auch Flecken übrigens. Das Problem entsteht dann oft, dass ihr Dreck und damit auch Krankheitserreger über die Schwelle in den Camper tragt, gerade wenn es nicht so piekfein sauber ist wie bei uns hier. Deshalb gilt immer die alte Camperregel: Schuhe aus beim Betreten. Ihr könnt euch auch, wenn ihr geschickt seid, irgendwie hier einen kleinen Schuhschrank organisieren, der hilft sehr weiter, gerade auch, wenn es regnet. Na, wenn ich mir was hole, dann fliegt mich doch der ADAC einfach heim, oder? Ja, das kann er schon, aber so weit kommt es ja normalerweise gar nicht. Wenn du dir was holst, dann kannst du erstmal die ADAC Medical App rausholen. Da findest du telemedizinische Versorgung und auch im Ausland vor allem macht der ADAC für dich in der Fremdsprache einen Termin beim Arzt klar. Auch Apotheken findest du darin. Damit du aber nicht mal die App brauchst wegen Krankheitserregern, die sich vielleicht im Camper breit gemacht haben, schauen wir uns jetzt mal an, wie man drin richtig sauber macht. Wir fangen mit dem Boden an, denn da sammelt sich halt einfach der meiste Schmutz. Auch wenn Teppichböden wirklich oder einzelne Teppiche wirklich gemütlich sind, wählt am besten den Bodenbelag, der hart ist und gut kehr- und wischbar. So ist er leichter sauber zu halten. Und auch ansonsten könnt ihr euch mit der Wahl der richtigen Materialien das Leben einfacher machen. Zum Beispiel beim Bett oder auch bei sonstigen Polstermöbeln. Wählt Bezüge, die gut abwischbar sind, ein bisschen robust sind und am besten auch abnehmbar, weil so könnt ihr sie daheim einfach in die Waschmaschine schmeißen und beim nächsten Mal sind sie picobello sauber. Nächster besonders wichtiger Bereich in Sachen Hygiene ist, wie zu Hause, die Küche. Anders als zu Hause habt ihr aber keine Wasserleitung im Camper, sondern einen Wassertank und ein Wassersystem, das dranhängt. Da können sich auch Keime bilden. Die Reinigung ist deswegen sehr wichtig und Hygiene im Allgemeinen ein großer Punkt im Wassersystem. Schaut euch mal das Video an, das ich euch unten verlinke, da erfahrt ihr alles zur Reinigung. Und weil ich hier gerade diesen verkrummten Wasserhahn sehe, wie zu Hause gilt hier, verkrummte Hähne oder Armaturen im Allgemeinen vertragen sich nicht mit Essigreiniger. Nutzt den dort also nicht. Man sieht schon hier, es sind die gleichen Dinge wie Spüle und Kochnische wie zu Hause, nur es ist viel weniger Platz. Umso wichtiger, gleich spülen und alles gleich wegräumen, sonst habt ihr nämlich den Gyrosgeruch mit extra Knoblauch auch gleich im Schlafzimmer hängen. In der Nasszelle beim Camper ist auch einiges anders als zu Hause im Bad oder in der Dusche. Zum Beispiel sind einfach die Oberflächen andere. Ihr habt normalerweise keine Keramikschüsseln, sondern hier ist vieles aus Kunststoff. Deswegen braucht ihr auch andere Reiniger als zu Hause, welche die einfach weniger aggressiv sind und, wie der hier zum Beispiel, speziell für Campingbäder und deren Kunststoffoberflächen gedacht sind. Aber nicht nur der Reiniger ist es, sondern auch die Schwämme. Mit so einem Scheuerschwamm macht ihr nur Sachen kaputt. Im Camper sind die ein No-Go, nicht benutzen. Immer darauf achten, ganz weiche Schwämme zu nutzen, die die Oberflächen einfach schonend reinigen. Die Nasszelle im Camper wird von vielen Campern aber tatsächlich ganz selten nur im Notfall benutzt. Viele gehen lieber auf die Sanitäranlagen auf dem Campingplatz. Wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt in Sachen Sauberkeit, schaut mal auf pincamp.de vorbei. Das ist das Campingportal des ADAC. Dort bewerten wir Campingplätze und ihr könnt den für euch richtigen raussuchen. Christoph, mit dem ganzen Wasserdampf und der Feuchtigkeit in so einem Bad, da ist doch Lüften wahrscheinlich das Allerbeste, oder? Absolut richtig, Markus. Wie zu Hause, auch um Schimmel zu vermeiden und die Feuchtigkeit rauszubringen, nach dem Duschen oder nach dem Putzen auch einfach mal 10 Minuten Stoßlüften. Da könnt ihr gleich bei der Auswahl des Fahrzeugs darauf achten, auf Fenster. Hier super gelöst, drei Dachfenster nebeneinander, alle mal 10 Minuten aufreißen, dann zieht es da richtig durch und dann ist die Feuchtigkeit draußen und Schimmel ist vorgebeugt. Christoph, was ist denn in deiner Bordausrüstung auf jeden Fall dabei? Stets an Bord sind auf jeden Fall Mikrofasertücher. Das ist sowas wie das Allzweckmittel, funktioniert auf jeder Oberfläche. Wichtig aber, in verschiedenen Farben, weil ich habe echt keinen Bock, irgendwann mit dem Lumpen von der Toilette meinen Esstisch sauber zu machen, weil ich sie wieder verwechselt habe. Außerdem steht es an Bord und echt ein guter Tipp ist Backpulver oder auch Natron.
Kombiniert mit dem Handstaubsauger kriegt ihr viele Flecken weg. Einfach über den Fleck streuen, ein bisschen einwirken lassen, gerne auch 2-3 Stunden mit dem Staubsauger absaugen und dann gehen die meisten Flecken weg. Alternativ kann man auch Salz mit Zitronensäure vermischen, funktioniert auch gut. Wenn der Fleck aber so hartnäckig ist, dass er immer noch nicht weggeht, dann könnt ihr schwerere Geschütze auffahren. Wir haben uns mal angeschaut, wie gut Nassstaubsauger funktionieren und das Ganze auch gefilmt. Das Video findet ihr unten verlinkt. Ausführliche Grundreinigung erledigt ihr natürlich nach dem Urlaub zu Hause, wenn ihr Platz und Raum habt. Wir hoffen aber, mit den Hinweisen in diesem Video habt ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was lohnt sich mitzunehmen, welche Dinge halten euren Camper auch während der Fahrt sauber. Zwei Sachen gelten aber immer: Flecken auf Polstern bitte gleich bekämpfen und nicht zu aggressive Reiniger verwenden. Nicht vergessen. Apropos Reiniger. Die Kommentarfunktion unter diesem Video ist nicht nur dafür da, um uns zu sagen, wie euch diese Folge gefallen hat, sondern auch, um uns dazulassen, welche Reiniger ihr so kennt, welche Haushaltsmittelchen ihr beim Camping verwendet. Verratet's uns. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst ein Abo da und bis dahin, viel Spaß beim Camping.